Ja, moin Leute. Wir hatten gerade in einer Gruppe eine Diskussion zum Thema, ja, wenn No-Till nicht will. No-Till, no will. Nein, also wenn No-Till nicht will, woran kann es liegen, woher kann es kommen? Und dann sagen viele wieder, ja, wir müssen doch wieder den Boden bearbeiten oder sonst was. Ja, dazu wollte ich immer ein paar Gedanken teilen. Ich sag mal, ich hatte das ja selber bei mir auf dem Betrieb, auch bei den allerersten Flächen, die sahen ja erst katastrophal aus. Und dann bin ich ja hingegangen, ich hatte damals die Unterfrauenanalysen, habe da reingeguckt und habe gesehen, Magnesium fehlt. Bin mit Bittersalz drüber gefahren, nach ein paar Tagen sah alles wieder gut aus. Sah die Direktsaat eigentlich aus wie die Mulchsaat und hat am Ende auch gleich geerntet. Also habe ich gesehen, die normale Bodenprobe taucht nicht. Ich muss hier genauer gucken, was los ist, was nicht stimmt. Und in dem Fall war es das Magnesium bei mir. Ich habe es beim Bekannten mal gesehen, da lag es am Kupfer. Aber Kupfermangel, der Mais wollte nicht wachsen. Und das, obwohl die früher noch die Kupferbäder von den Kühen hatten und alles und eigentlich genug da sein müsste, aber war auch weg. Und wieder woanders, kann es woanders dran liegen. Und jetzt ist es so, ich vermute mal, die ganzen No-Tiller, die halt relativ nah am Äquator sind, wo es warm ist, da kommt es nicht so genau drauf an. Da sind die Vorteile vom No-Till durch den kühleren Boden einfach so immens. Und der Boden ist ja auch trotzdem, weil es dann nah am Äquator ist, relativ warm. Da ist die Nährstoffmobilität da. Und damit kommt es nicht dazu, dass irgendwo ein Nährstoff knapp wird. So, und je weiter wir vom Äquator wegkommen, und wir sind ja hier, zumal ich bei uns, wir sind auf dem 52. Breitengrad. Das ist, wenn ich es mal so auf Amerika übertrage, zwischen Calgary und Edmonton. Es ist hier kühl. Aber ich sag mal, ich weiß aber halt auch von einem Versuch in Finnland. Da machen die jetzt, glaube ich, 20 Jahre Direktsaat. Da ist es jetzt mittlerweile so weit, die ernten jetzt das gleiche oder mehr wie konventionell. Also steigende Tendenz. Aber das hat halt sehr weit da oben halt ewig gedauert, bis sich das mal aufgebaut hat. Und da ist natürlich die Frage, wie kriegt man das beschleunigt, dass man halt diese Fehler nicht macht. Das eine ist die, wie gesagt, die Kinsey-Analyse. Aber die analysiert ja auch nur, ich glaube, 13 Nährstoffe. Was ist denn, wenn irgendwie ein anderer aus dem Periodensystem fehlt? Ne, haben wir 70 essentielle Nährstoffe oder sind vielleicht sogar alle essentiell, die im Periodensystem sind? Wenn da irgendwas anderes fehlt, das kann nur die Bodenbiologie verfügbar machen. Und da hatte ich auch mal ein längeres Gespräch mit Matt Slaughter von Earthford. Das ist ja der damals mit Elaine Ingham das System dann laufen gebracht hat, weil die ja damals halt auch nicht wussten, manchmal es funktioniert, manchmal nicht. Und er und sein Bruder, die haben dann da was programmiert und haben damit eine gewisse Regelmäßigkeit festgestellt. Und somit haben die dann eine Datenbank dahinter sitzen. Auf jeden Fall, Matt, der sagte, wenn es an der Bodenbiologie liegt, 80% der Fehler findet man mit dem Soil Microbiomete plus noch ein paar andere Sachen. Man müsste sonst bei Soilify fragen, die können euch da auch Tests machen. Der Heiner, der macht das auch. Und die anderen auch. Da ist noch ein bisschen mehr bei als nur das Biomete. Er sagt so, 80% der Fehler finden sie damit. Aber nicht alle. Und so ziemlich alle finden sie mit der Mikroskopie, weil sie da halt auch DNA-Analyse bringt nichts. Bei der Mikroskopie haben die halt auch die Quantität der jeweiligen Mikroorganismen. Aber er sagte aber auch da, kriegen sie es nicht immer gelöst, wenn irgendwo was nicht funktioniert. Manchmal brauchen sie auch die chemische Bodenanalyse, weil das Problem halt einfach wirklich da ist, dass ein bestimmter Nährstoff halt in so einer geringen Menge da ist, dass auch die Bodenbiologie nicht richtig funktioniert. So, und das haben wir, überall haben wir so unterschiedliche Bodentypen. So, und das ist auch der Grund, warum ich auch sage, ich mache keine Beratung. Ich weiß, was auf meinem Sand funktioniert.
Und die ganzen anderen Sachen, die kann ich nur vom Hören sagen. Da bin ich nur Theoretiker. Da bringt es nichts, dass ich irgendwelche Leute da berate. Die ganzen Grundlagen, die habt ihr hier auf dem Kanal, habt ihr die hier umsonst. Ne? Und dann braucht ihr vielleicht höchstens mal einen, der euch noch einen kleinen Anschubser gibt oder was auch immer. Aber was und wie im Detail? Also niemand kennt eure Böden so gut wie ihr selber. Und da müsst ihr selber überlegen, wenn es irgendwo nicht funktioniert, woran hat es gelegen? Ne? Vielleicht rausfinden, ist es nur auf ein paar Feldern, wo es nicht funktioniert? Wenn ja, was ist auf denen anders als auf den anderen? Ne? Ursachensuche machen. Klar, man kann da hingehen und einfach wieder den Boden bearbeiten. Aber da kommen wir halt nie ans Ziel. Und bearbeiten wir den Boden, haben eine Mineralisierung im Boden, haben wir viel Nitrat, haben wir wieder Insekten, haben wir Krankheiten, haben wir Nitrat, was auswäscht, also wir brauchen viele Insektizide dann wieder, dann brauchen wir viele Fungizide, dann brauchen wir mehr Dünger und alles. Und da ist ja nicht mit geholfen. Das heißt, wir machen mit der Bodenbearbeitung eine Symptombekämpfung. Und wegen dieser Symptombekämpfung müssen wir dann wieder mit anderen Symptombekämpfungsmittelchen die ganzen Nebenwirkungen wieder bekämpfen. Statt dass wir einmal der Ursache auf den Grund gehen, der Bodenbearbeitung, oder einen Nährstoffmangel, weil das schon seit über 100 Jahren Bodenbearbeitung gemacht wurde und der Nährstoff einfach ausgewaschen ist, weil der ständig wieder mineralisiert wurde, oder natürlicher Nährstoffmangel, der halt in der Region ist oder aufgrund vom Ursprungsgestein. Es ist im Endeffekt wie bei der Medizin. Ne? Man kann einfach irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Symptome unterdrücken mit irgendwelchen Mittelchen. Oder man sucht nach der Ursache. Und wenn man nach der Ursache nicht sucht, sondern immer nur die Symptome bekämpft, dann geht es einem nach und nach immer schlechter. Da kommen nämlich immer mehr andere Symptome dazu, weil irgendwie was in dem ganzen System nicht rund läuft. Und das ist im Boden das Gleiche. Und ich sag mal, in der Landwirtschaft, wir sind halt heute an diesem Punkt, wo es halt einfach nicht rund läuft, weil das kann nicht natürlich sein, dass wir so viele Pflanzenschutzmittel brauchen, um den Kram irgendwie gesund zu halten. Ich meine, der ganze Zeug, das ist wahnsinnig effizient. Also ich meine, Rückstände haben wir hier eigentlich in Europa oder gerade Deutschland sehr, sehr wenig. Also auch jetzt nicht Panik machen, aber trotzdem, es muss ja nicht sein, dass wir das ganze Zeug brauchen. Und wir sehen es ja mittlerweile, je länger wir Direktsaat machen, desto weniger brauchen wir davon. Je besser wir die Nährstoffe ausgeglichen haben, desto weniger brauchen wir. Das sind ja zwei unterschiedliche Werkzeuge, wo wir es da in die richtige Richtung bewegen, dass die Pflanzen einfach gesünder sind. Und das Nachhaltigste ist halt die Direktsaat und da müssen wir halt mit den Analysen schauen, was ist sonst noch los. Ich meine, ich habe jetzt auch Flächen bei mir, das ist so ein Viertel vom Betrieb. Das hatte ich damals auch am Anfang, da wollte Direktsaat erst nicht richtig funktionieren. Und bei mir war es immer am auffälligsten im Mais und Raps. Und weil da halt noch Sachen nicht sicher waren, wegen Flächentausch und so weiter, hatte ich die Flächen noch nicht aufgedüngt und nur einen Versuchsstreifen. Und in denen habe ich dann im Raps 7 Doppel mehr gehabt. Also heißt, da habe ich dann den Direktsaat genauso geerntet, wie die geackert haben. Und auf den anderen Flächen, da haben mir halt 7 Doppel gefehlt. Und da gedacht, alles klar, düngen wir jetzt auf nach Kinsey, alles gut. Und dann funktioniert es jetzt alles. Und dann ging die Fruchtfolge so weiter und die ganzen Kulturen haben funktioniert. Und dann kam da wieder der Mais hin. Und der scheint genau auf diesen Böden so eine richtige Mimose zu sein. Die kommen von der Bodenbiologie nicht in Gange. Die haben einen extrem niedrigen Humusgehalt. Die Menge an Kompost, die ich da bräuchte, da komme ich nicht ran. Jetzt ist die Überlegung, dass ich, wenn nächstes Mal in 5 Jahren da wieder ein Mais steht, dass ich nur auf diesem ein Viertel vom Betrieb da mit einem ganz kleinen Zinken vorhergehe, vorm Aggregat vom Maisleger.
ich sag mal, irgendwie sowas wie so ein Zinken von der Primera oder sowas. Irgendwas, was gut tiefengeführt ist, damit der noch flacher geht, als wie das Korn abgelegt ist. Aber einfach nur, dass ich da ein bisschen Feinerde habe, ein ganz bisschen mineralisiert habe und wenigstens in diesem Schlitz irgendwie vielleicht so einen 5 cm Bereich habe, wo es ein bisschen schneller warm wird. Damit der nicht in diesen Teufelskreis des Mangels reinkommt. Ne? Und so ist das auch bei mir. Da muss ich auch noch gucken, weil wir so, ne, wir haben die Flächen ja alle so weit auseinander. Ich habe ja sehr, sehr viel unterschiedliche Böden im Betrieb. Ne, wenn die alle so wären wie bei mir in der Betriebsnähe, da ist no-till easy. Und deswegen haben wir aber auch diese ganzen unterschiedlichen Aussagen. Deswegen sagen dir manche Landwirte, einfach No-Till-Drille kaufen, machen, funktioniert, Erträge gehen hoch. Und wieder andere Landwirte sagen ein, boah, wir haben alles probiert und gemacht und getan und funktioniert nicht. So, und da ist es halt, wir wissen es ja vom Rolf Derbsch, alles, was nicht Staunässe ist, funktioniert. Wobei, wie gesagt, da oben im Norden bei Markus Mussert kommt ja jetzt auch in der Staunässe auch schon sehr nah dran. Und in Südamerika, die sagen auch, die machen dann auch so ein Mini-Strip-Till. Sag mal, vielleicht so ein Zinken so 8 cm rein, so einen ganz schmalen Zinken nur. Damit einmal ein bisschen Sauerstoff im Boden kommt. Ja, weil Wurzeln brauchen Sauerstoff. Und dann scheint selbst auf der Staunässe zu funktionieren. Gut, ich meine, es gibt bestimmt auch solche und solche Staunässe. Ja, jedenfalls. Wir wissen vom Rolf, dass es überall funktioniert auf der Welt. Nur der Deutsche, der ist um Ausreden nicht verlegen. Weiß ich nicht, ob das eine Ureigenschaft ist, keine Ahnung. Der findet ganz schnell Gründe, warum es einfach nicht klappen kann oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken will. Und dann wird wieder zum geliebten Flug, Rubberscheibenegge, Fräse, was auch immer gegriffen. Und da müssen wir mehr hinschauen. Und deswegen sehe ich halt, wie gesagt, ich sehe Kinsey da als Werkzeug. Ich sehe es Microbiometer als Werkzeug. Werkzeug zum Erkennen der Ursache. Ne? Ich sehe den bodenbiologischen Test in den USA als Werkzeug. Mittlerweile gibt es ja auch hier auch schon den einen oder anderen, der ein bisschen was anbietet, wie gut die sind. Kann ich im Moment noch nicht beurteilen. Wird man irgendwann nochmal rausfinden, wenn man sich denn auf Dauer weiter die Scheiße in Europa antun will. Ich weiß es noch nicht. Na, abwarten. Also, muss ich auch zugeben, bei mir ist die Motivation momentan da relativ gering, hier noch irgendwas groß weiter zu probieren und zu machen, weil erstmal abwarten, was sie sich nächstes Jahr alles für eine Scheiße für uns ausdenken. Vielleicht muss man woanders hingehen, damit man sein Potenzial entfalten kann. Das Video ist schon wieder viel länger geworden, als ich wollte. Denke mal, alles Entscheidende, alles Wichtige ist gesagt. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin.